Salut Pilot! Willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. In dieser Folge der Beginner Guide Reihe zeige ich euch, wie ihr als Free-to-Play-Spieler an Ressourcen kommt, die ihr benötigt, um Waffen, Mechs und Piloten sowie deren Implantate zu leveln. Let's go! Beginnen wir bei den Ressourcen, die ihr benötigt, um Waffen und Mechs zu leveln. Um das Level einer Waffe oder eines Mechs zu steigern, benötigt ihr zwei Dinge, Blaupausen und Credits. Beides sind sozusagen Ingame-Währungen und können kostenfrei erspielt werden. Beginnen wir mit den Blaupausen. Schon durch das bloße Einloggen in euren Account könnt ihr täglich verschiedene Belohnungen bekommen. Eine der häufigsten Belohnungen, die ihr über das Einloggen bekommt, sind die besagten Blaupausen. Zwischen 12 und 36 Stück bekommt ihr pro Reward. Habt ihr euch 20 Tage eingeloggt, erhaltet ihr zusätzlich noch eine Amateurkiste, in der weitere 81 Blaupausen auf euch warten. So könnt ihr allein durch das tägliche Einloggen ins Spiel bis zu 513 Blaupausen im Monat erhalten. Ein anderer Weg, um an Blaupausen zu kommen, sind Kisten. Es gibt bis zu dreimal am Tag die Gratis-Stahlkiste im Shop, sowie die Option, einzelne Blaupausen für Credits oder A-Coins zu erwerben. Diese Angebote wechseln alle paar Stunden und können ziemlich lukrativ sein. Dann gibt es noch Gold- und Silberkisten. Silberkisten bekommt ihr, indem ihr reguläre Spielmodi spielt, also 2v2, 5v5 oder CPC. Jeder Spieler ab Liga 10 verfügt über ein sogenanntes Kampfpunktelimit, welches zwischen 200 und 600 Punkten beträgt, je nachdem in welcher Liga ihr euch befindet. Nach jeder Runde werden euch Kampfpunkte von eurem Limit abgezogen und in Silberkisten umgewandelt. Das Ganze geht so lange, bis euer Kampfpunktelimit auf 0 steht. Dann bekommt ihr keine weiteren Kisten mehr fürs Spielen. Dieses Limit wird alle paar Stunden zurückgesetzt und ihr habt wieder die volle Punktzahl. Alternativ könnt ihr 70 A-Coins zahlen, um das Kampfpunktelimit sofort zu resetten. Für einen Free-to-Play-Spieler ist das allerdings nicht empfehlenswert. Pro Silberkiste bekommt ihr 9 Blaupausen. Achtung! Durch das Spielen vom Wettbewerb könnt ihr keine Silberkisten erhalten. Nur durch die regulären Modi wie 2v2, 5v5 und CPC könnt ihr Silberkisten bekommen. Ganz wichtig. Ein ähnliches Prinzip gilt für Goldkisten. Aus Goldkisten erhaltet ihr 27 Blaupausen, also schon ein ganz schönes Stück mehr. Anders als bei Silberkisten können diese auch über das Spiel des Wettbewerbsmodus erhalten werden und anders als bei den Silberkisten werden für Goldkisten keine Kampfpunkte, sondern Siegespunkte verwendet. Diese können im Gegensatz zu Kampfpunkten nicht resettet werden. Siegespunkte bekommt ihr, indem ihr Spiele gewinnt. Sie werden direkt in Kisten umgewandelt und warten anschließend zusammen mit den Silberkisten darauf, von euch geöffnet zu werden. Silber- und Goldkisten können abgesehen davon auch über den XP-Fortschrittspfad, über den Fortschrittspfad diverser Playoff- und Derby-Events sowie über den Battle Pass und als Belohnungen für die Teilnahme am Wettbewerb erhalten werden. Ein weiterer Weg, um an Blaupausen zu kommen, sind Derby- und Playoff-Events, auf deren Fortschrittspfad nebst den genannten Kisten auch immer wieder Blaupausen-Bundles als Belohnung eingesammelt werden können. Dann wären da noch die Champion-Kiste, die Wunderkind-Kiste und die Amateur-Kiste. Champion-Kisten fallen allerdings direkt raus. Diese gibt es ausschließlich für Echtgeld oder für 2250 A-Coins im Shop pro Kiste, was für einen Free-to-Play-Spieler ein Vermögen ist. Wunderkind-Kisten sind zwar selten Free-to-Play erhältlich, aber es ist möglich. In Phase 5 und 6 des Wettbewerbs beispielsweise erhaltet ihr eine Wunderkind-Kiste als Belohnung, wenn ihr den ersten Platz belegen solltet. Auch gab es schon Derbys, in denen eine Wunderkind-Kiste die Hauptbelohnung am Ende des Fortschrittpfades war. Diese Derbys kann man bisher allerdings an einer Hand abzählen, sie sind also wirklich selten, beinahe schon ein Mythos, beinahe schon nicht existent. Für das Erreichen von Liga 1 sowie der darauf folgenden Saison Liga 1 erhaltet ihr jeweils ebenfalls nochmal eine Wunderkind-Kiste gratis. Aus einer Wunderkind-Kiste bekommt ihr 243 Blaupausen. Amateurkisten hingegen bekommt man relativ oft for free. Als Belohnung im Wettbewerb, als Belohnung fürs Einloggen, wie vorhin bereits erwähnt, als Belohnung im XP-Fortschrittspfad, sehr oft auch als Belohnung für diverse Derby- und Playoff-Ereignisse und ebenfalls im Battle Pass. Wie eingangs erwähnt, bekommt man aus einer Amateurkiste 81 Blaupausen. Es gibt sogar einen Weg, an Blaupausen für bestimmte Mechs zu kommen. Dafür müsst ihr allerdings die Erfolge für bestimmte Mechs abschließen. Das sind bestimmte Aufgaben, die ihr mit einem bestimmten Mech erfüllen müsst, um die Belohnungen im Erfolgspfad einzusammeln.
ab und zu gibt es dann dort als Belohnung eine Blaupause für den besagten Mech, zum Beispiel Nomad. Das soll es aber auch wieder gewesen sein mit dem Video für heute. Ich hoffe, ich konnte den Einsteigern unter euch etwas Licht ins Dunkel bringen und euch zeigen, wo und vor allen Dingen, wo ihr am besten for free Blaupausen herbekommen könnt. Im nächsten Video wird es dann um Credits gehen. Seid ihr genauso gespannt wie ich? Lasst mich wissen in den Kommentaren. Wir sehen uns zu einem weiteren Beginner Guide und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.